Und damit begrüße ich euch recht herzlich zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy VII Rebirth mit einer sehr, ja, gemütlichen, nachdenklichen, melancholischen Atmosphäre. Ich habe gar nicht erwartet, dass das heute so starten würde. Wir haben nämlich beim letzten Mal nach einer sehr turbulenten Begegnung mit Hojo einen Boss hier am Strand bekämpft, so rum. Und sind dabei erfolgreich gewesen. Das hat jetzt wahrscheinlich bei allen Beteiligten ein gewisses Geschmäckle hinterlassen, weil er wieder auf der Suche nach irgendwelchen Versuchsobjekten menschliche Schilde genutzt hat und auch kein Hehl daraus gemacht hat, dass sein Projekt nach wie vor volle Fahrt aufnimmt und er weiterhin sein Unwesen treibt und alles und überhaupt. Auf jeden Fall sind wir erfolgreich gewesen, objektiv gesehen. Das Nachspiel, das wird sich jetzt noch zeigen. Hello, kann man jetzt mit allen sprechen? Oder kann ich mir die Person wieder aussuchen? Also ich meine, ich würde mir wahrscheinlich eh tiefer auswählen, deswegen starten wir mal hier. Es war niemand hier, deshalb war ich so frei. Ein Costa del Sol. Den habe ich im siebten Himmel auch manchmal gemixt. Und davon geträumt, mal herzukommen. Das alles fühlt sich so endlos weit weg an. Irgendwie surreal. Ja, ist viel passiert. Ja, ist viel passiert, was? Viel Gutes, aber auch Schlechtes, ja. Was ist mit dir, Cloud? Wünschst du dir manchmal, dass du das alles vergessen könntest? Sowas vergisst man nicht. Das brennt sich ein. Ja. So geht's mir auch. Hey, soll ich dir auch was mixen? Danke, aber das hebe ich mir für die Wiedereröffnung vom siebten Himmel auf. Hab ich Barrett versprochen. Wann habt ihr das denn abgemacht? Streng geheim. Du und deine Geheimniskrämerei immer. Was ist das denn für ein komisches Versprechen? Also, dass die beim siebten Himmel einmal anstoßen wollen, verstehe ich. Aber hat der jetzt Barrett geschworen, vorher nie wieder einen Drink zu sich zu nehmen? Unser Smiley ist jetzt auf jeden Fall blau. Ist blau besser als grün? Ich hoffe ja. Wenn das alles vorbei ist, kann ich das Meer hoffentlich richtig genießen. Ohne all die Sorgen. Wenn das alles vorbei ist. Okay, das ist also jetzt so ein ähnlicher Part wie damals in dieser Herberge, wo man auch mit allen sprechen konnte, wo du diese zeitliche Begrenzung hattest bei den Antworten. Da in diesem Fischerdorf in Unterjunon war das. Kann ich sogar noch räumlich benennen, aber wir sind ja da auch eine Weile gewesen. Hey Barrett, mein Bester. Komme ich ja eigentlich du weg? Schon zurück? Nö, eigentlich nicht. Den Strand verlassen? Nein, 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 wir sind ja noch nicht durch. Ein bisschen Zerstreuung schadet sicher nicht. Schon mit den anderen gesprochen? Nö, ich wollte zu dir. Hier bleibe ich jetzt auch erstmal. Ich geb's ja nur ungern zu, aber die Kleine hat uns vorhin den Arsch gerettet. Während ich rein gar nichts für die Schwarzkutten tun konnte. Du hast es immerhin versucht. Hojos Schuld, war halt ihr Schicksal. Du hast es immerhin versucht. Und darauf kommt es an, wenn du mich fragst. Jetzt musst du mich schon trösten. Was kommt als nächstes? Das Ende der Welt? Also wenn das die beste Antwort war, dann frage ich mich gerade, ob die besten Antworten immer die oben rechts sind. Aber vielleicht war das auch nur Zufall oder meine Interpretation ist generell falsch und es gab eine bessere. Ziemlich malerisch hier. Ich hoffe, Lenchen kann das irgendwann auch mal sehen. Ziemlich malerisch hier. Daran will ich ganz fest glauben. Ich fand die Szene am Anfang so schön, wo Aerith auf das weite Meer geguckt hat. Ich liebe ihr Outfit hier mit Abstand am meisten, muss ich echt sagen. Ich hoffe, bei Barrett werden wir uns auch noch für ein Outfit entscheiden können. Und ich hoffe, dass Yuffie hier bald auch mal ins Team stößt. Und dass wir das bei ihr auch noch anpassen können. Ist jetzt nicht das Allerspektakulärste auf der Welt, aber ich mag das voll gerne, mit Outfits so ein bisschen rumzuspielen. Hey, meine Liebe. Verrückt, wenn man bedenkt, dass irgendwo da hinten Midgar liegt, nicht? Meine richtige Mutter, sie hieß Ifalna. Hojo hat sie eingesperrt und Experimente durchgeführt, weil sie eine Zetra war. Aus diesem Grund hasse ich ihn. Zutiefst.
Manchmal denke ich sogar an Rache. Ich male mir aus, wie er leidet. So sehr, dass ich selbst erschrecke. Das ist doch völlig normal. Das ist mein erster Impuls gewesen. Du wärst nicht die Erste, die jemanden hasst. Hörst du? Mach mir aber trotzdem Sorgen. Zerbrich dir den Kopf, wenn es soweit ist, Aris. Das ist früh genug. Ich helfe dir so oder so. Hörst du? Wie ritterlich. Sollen wir? Den Kopf zerbrechen kann ich mir später. Hast schon recht. Ich zähl dann auf dich. Hörst du? Klar. Nicht dich. Ich meinte mich in der Zukunft. Sicher bin ich dann absolut umwerfend. Wirst schon sehen. Die zwei hatten jetzt aber mit Abstand die längste Szene, oder? Lag das an meiner Antwort? Ich bin mir gerade nicht sicher. Also, ich fand das auch gut, aber es war irgendwie deeper als mit den anderen beiden gerade. Hätte ich jetzt Freestyle auf das, was sie gesagt hat, antworten können, dann hätte ich tatsächlich gesagt, das ist doch ganz normal oder das ist doch völlig legitim. Das wäre mein erster Impuls gewesen, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass die Antworten oben rechts hier überall die richtigen waren. Ich werde bei Red wahrscheinlich intuitiv auch diese Option auswählen. Ich bin gespannt, ob man hier auch mit Yuffie reden kann. Den heutigen Tag werde ich niemals vergessen. Den heutigen Tag werde ich niemals vergessen. Ja, Ritter Cloud. Aber Aerith wirkt wirklich schon so ein bisschen verknallt in Cloud, oder? Oder interpretiere ich da mal zu viel rein, weil sie generell so ein bisschen naiv wirkt? Ich mag aber, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen makaber klingt, aber ich mag das irgendwie, wenn Aerith so ein bisschen traurig und nachdenklich ist, einfach weil sie dann nicht dieses nervig überdrehte hat. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde das schön, wenn man auch mal ihre andere Seite zu sehen bekommt, weil so nachdenklich, wie wir sie hier eingangs gesehen haben, so hatte ich sie auch im Original in meiner Erinnerung abgespeichert. Einfach ein leicht schüchternes, niedliches, süßes, aber nicht auf den Kopf gefallenes Mädchen. Und das bringt mir so ein bisschen die Erinnerung zurück, wie ich mir Aerith gedanklich beibehalten habe aus dem Original oder im Original. Hi, Red. Hojo hat den Leuten hier alles verdorben. Obwohl, eigentlich ist es ja unsere Schuld. Beim nächsten Mal muss ich ruhiger bleiben. Wir hatten keine Wahl. Wenn wir nicht gekämpft hätten, hätte es noch mehr Opfer gegeben. Wir hatten keine Wahl. Ja, vielleicht hast du recht. Ich find's eigentlich ein bisschen billig, dass man immer an der gleichen Stelle die scheinbar richtigen Antworten findet. Und ich finde es auch sehr, sehr schade, dass das Gespräch mit Red jetzt nur so kurz war. Also da war das mit Aerith ja 7-8 Mal so lang, hätte ich jetzt aus dem Bauch heraus gesagt. Warum? Wie es wohl den anderen geht. Wie es wohl den anderen geht. Ja, mit denen habe ich schon gesprochen. Alle sehr nachdenklich und in sich gekehrt, aber wer kann es ihnen verübeln, nachdem was heute passiert ist? So, warte mal, wo ist denn jetzt offiziell der richtige Weg? Ich habe in der einen Cutscene beim letzten Mal hier an der Stelle, einen Verkaufsautomaten gesehen. Kommen wir da jetzt hin oder werden wir den nächsten Tag abwarten müssen? Ach, hier ist abgesperrt. Privatstrand betreten verboten. Aber irgendwann müssen sie uns Zugang gewähren, wobei der Automat, der ist ja auch gar nicht eingezeichnet. Vielleicht war das auch nur Deko für die Cutscene, aber ich finde, das würde nicht passen. So, ich hoffe, ich habe jetzt nicht Yuffie irgendwo übersehen. Warte mal, ich gucke mal eben grob nochmal über die Smileys. Man muss schon ein bisschen näher an die Charaktere ran, um die Smileys auch zu erkennen.
Schade, dass man die nicht aus ganz weiter Ferne sieht. Keine Sorge, ich habe jetzt eigentlich nicht vor, nochmal Ränder abzulaufen, aber... Ach, dich kennen wir doch, das ist doch der Shinra-Typ. Ich bin mal wieder zu spät, wie immer. Aber was kümmert's mich? Ich bin sowieso geliefert. Ach was, die können mich alle mal. Bevor die mich rausschmeißen, gehe ich lieber selbst. Ich kündige! Jawohl! Hey Rufus! Steck dir dein verdammtes Markus sonst wohin! Vielleicht willst du bei uns anfangen. Scheiß Shinra! Ich hasse euch alle! Wie ich die bei Shinra hasse. Wie ich die bei Shinra hasse. Ich weiß nicht. Also ich glaube, Barrett würde dich jetzt eventuell in den Arm nehmen oder dir so richtig die Fresse polieren. Ich bin mir nicht sicher, weil die Erkenntnis aus seiner Sicht vielleicht viel zu spät kommt, aber der tut mir gerade leid. Emotional packt mich dieser Typ, weil ich seine Liebe für dieses Kaktor-Spiel extrem süß und ergreifend fand und ihn generell, weil er sein Herz auf der Zunge trägt, irgendwie gern hab. Da hat er auf jeden Fall eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Herrn Barrett. Okay, Yuffie, würde ich sagen, ist hier nirgendwo. Es sei denn, ich bin jetzt gerade ganz dumm gelaufen. Aber sie ist ja auch offiziell noch nicht unserem Team beigetreten. Deswegen ist das eigentlich auch nur plausibel. Aber vielleicht ändert sich das ja jetzt gleich. Wir werden sehen. So, mein lieber Barrett, diesmal nehme ich dein Angebot an. Du willst schon zurück? Also, was heißt Angebot? Diesmal werde ich deine Frage anders beantworten. In der Hoffnung, nichts ausgelassen zu haben. Ich mag das, wenn das hier so ein bisschen dämmert. Das sieht nämlich auch nicht so brütend heiß aus. Kann mir vorstellen, dass die Temperaturen jetzt hier halbwegs angenehm sind. So habe ich Strand am liebsten. Auch nicht so überlaufen mit Leuten. Ich liebe das, abends am Strand zu sitzen. Das war's dann wohl mit unserem Urlaub, was? Zugegeben, lief nicht alles nach Plan, aber... Lasst uns zurück zum Hotel gehen. Zum einzigen Strandhotel der Welt, ohne Strand. Ja, aber so weit habt ihr es ja nicht. Also, ist jetzt wirklich ein Luxusproblem. Die paar Meter laufen. Dafür, dass wir günstig, wenn nicht gar umsonst hier unterkommen, ist das völlig okay. Das mit dem Duschen würde mich nur nerven, wenn du kein fließend Wasser hast, kein warmes. Hey, Leute! Johnny! Bist du okay? Hab mich nie besser gefühlt. Danke für deine Hilfe. Wisst ihr, also, ein paar Mädels, die mich beobachtet haben, haben mir alles erzählt. Über Capone und das Hotel. Der hat mich voll verarscht. Und ich hab's nicht gecheckt. Du hast Schulden gemacht, oder? Wirst du die wieder los? Gutes Stichwort. Die Mädels haben Capone gründlich den Kopf gewaschen, wisst ihr? Wir sagen der ganzen Welt, welchen Dreck sie am Stecken haben. Es sei denn, sie lassen den Helden unserer Stadt endlich in Ruhe. Und da hat er es mir erlassen. Alles. Oh, ist ja ein Ding. Meinen neuen Ruhm werde ich natürlich nutzen. Zum Beispiel, indem ich mein Strandhotel in einen piekfeinen 7-Sterne-Schuppen verwandle. Viel Glück dabei. Noch sind die Sterne allerdings ganz schön in der Ferne, nicht wahr? Sehr witzig, aber ihr werdet schon sehen. Wird schon. Hey, hey, nicht übertreiben. Kommt schon. Hast schließlich noch Großes vor. Ich kann Johnny irgendwie noch nicht so einordnen. Ich weiß nicht, ich fand das sehr verstörend, dass er sich so mit Hojo augenscheinlich solidarisiert hat in der letzten Folge, wo er da mit den Mädels zusammen abgehangen hat. Oder war das nur ein falscher Vorwand, um sich einzuschleimen? Oder hat er sich dazu genötigt gefühlt? Ich weiß es nicht. Danke für alles. Nicht doch. Ich hab zu danken. Und wo zieht's euch als nächstes hin? Wir verfolgen die Schwarzkutten. Oh, die sind heute Morgen Richtung Coralgebirge aufgebrochen. Hab ihnen vorgeschlagen, sich erstmal auszukurieren, aber vergeblich. Das Coralgebirge. Dann ist das auch unser Ziel. Vielen Dank, dass ihr mein bescheidenes Haus beehrt habt.
Ich wünsche eine gute Reise. Ich habe so unfassbar Bock auf dieses Gebiet, ey. Das glaubt mir kein Mensch. Aber was ist jetzt mit Yuffie? Yuffie wird bestimmt dazustoßen, kurz bevor wir Costa del Sol verlassen. So wie das immer so sneaky-mäßig, so last second quasi auch in anderen JRPGs öfter mal ist. Mein Strandhotel wird sich wie ein Phönix aus der Asche erheben. Ihr werdet schon sehen. Ach so, wenn ihr übrigens mal Ruhe braucht, dann könnt ihr euch hier jederzeit hinhauen. Du bist mein Ehrengast auf Lebzeiten, Kumpel. Mein Strandhotel wird sich wie ein Phönix aus der Asche erheben. Ich wünsche dir auf jeden Fall das Beste. Bisschen investieren müsstest du halt, aber ich glaube, aus der Bude könnte man echt einiges rausholen. Also ich wäre gerne dein Gast, wenn die Rahmenbedingungen, und damit meine ich jetzt nicht Luxus, hier passen würden und man halt duschen kann. Und ja, selbst in den heißesten Ländern dusche ich immer noch warm. Ich bin absolut kein Kaltduscher. Ich kann das nicht und ich hasse das. Und ich brauche warmes Wasser. Das wäre der einzige Luxus. Ich würde für warmes Wasser auch auf dem Boden schlafen. Du könntest mir das Kissen wegnehmen. Das wäre für mich alles deutlich unproblematischer. Aber das müsstest du in den Griff kriegen, um mich als Kunden zu gewinnen. Und du müsstest Tag und Nacht für mich bereitstehen, um irgendwelche tropischen Insekten aus meinem Zimmer zu entfernen, bevor ich da irgendwie einen halben Tod sterbe. Das wären tatsächlich meine einzigen Bedingungen. Und ich muss sagen, nach der Strandszene gerade eben, ich hatte das ja schon mal in irgendeiner Folge gesagt, hier in Costa del Sol, freue ich mich jetzt gerade ein bisschen auf den Spanienurlaub Ende Mai, wo ich für eine Woche wieder hinfliege und bisher mit so gemischten Gefühlen auf die Zeit geguckt habe, aber das ist, ich vergesse halt immer, dass so Strand und Meer auch seine schönen Seiten haben kann. Ich weiß zwar nicht so ganz, wie überlaufen die Region ist, wo ich hinfliege, weil diesmal meine Mutti entscheiden konnte. Leute, ich glaube, ihr habt was Wichtiges vergessen. Das war so klar. Geschickte Materiajägerin bei Tage und bezaubernde Ninja in der Nacht. Wie schön und edelmütig zugleich. Wer versteckt sich hinter dieser Beschreibung? Ich verrat's euch gern! Die unglaubliche Yuffie! Los. Oh, nicht so vorschnell! So kommst du mir nicht davon. Ich will ein Duell. Wenn ich gewinne, dann werdet ihr mir als Vasallen dienen. Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich verliere, stelle ich mich in euren Dienst. Was sagst du? Gar kein Bock. Danke, kein Bedarf. Ich bejahe das mal. Ich habe hier Gott sei Dank gerade keinen Zeitdruck. Ich habe eigentlich gar keinen Bock, gegen sie zu kämpfen, aber ich habe Angst, dass ich mir dann die Möglichkeit verspiele, dass sie sich anschließt, was ich mir fast nicht vorstellen kann, aber wir machen mal mit. Hä? Du willst wirklich kämpfen? Also, ich will dir ja auch keine Umstände machen. Wir könnten natürlich auch einfach so Freunde werden, hatte ich mir so... Lang gescheitert. Taktischer Rückzug! Was hatte die denn? Ey, sag mal nicht, dass ich Yuffie für immer verloren habe. Das wäre für mich ein Grund, echt, echt, echt traurig zu sein. Aber das können die nicht bringen, oder? Nicht basierend auf so einer Entscheidung. Wo wahrscheinlich gefühlt jeder Ja nimmt aus der... Ich hab's mir anders überlegt. Sag mal, seid ihr euch wirklich absolut sicher, dass ihr auf mich verzichten wollt? Aufnehmen, nicht aufnehmen. Jetzt ist die endgültige Entscheidung fällig. Ah, also gut. Wusste ich's doch! Wenn ihr es euch wirklich so sehr wünscht, will ich mal nicht so sein. Freut uns, Yuffie. Wenn du auch nur auf einen krummen Gedanken kommst, dann stopfe ich dich in Junons Kanone und baller dich bis nach Wutai zurück. Jetzt echt? Okay, geht klar.
Yuppie Kisaragi! Stets zu euren Diensten! Jetzt ist es offiziell und amtlich. Also am besten stehe ich hier. Ich finde sie halt nach wie vor ein bisschen anstrengend, aber ich mag ihren Kampfstil extrem. Und warte mal, ich will es mal erstmal umziehen. In Costa del Sol kannst du in den Umkleidekabinen passend zur Urlaubsstimmung in deine Strandbekleidung schlüpfen. Entfernst du dich von Costa del Sol, werden die Outfits deiner Charaktere automatisch zurück auf den Standard gesetzt. So wie jetzt auch. Schnellreisen mit der Fähre. Du kannst nun mit der Shinra 8 zwischen Costa del Sol und Unter Junon reisen. Sprich mit den Bla-Hafen-Mitarbeitern, um die Schnellreise in Anspruch zu nehmen. Auch Johnny bietet einen Schnellreiseservice an seiner Touristeninformation an. Sprich dort mit Bla-Blub ihm oder seiner Assistentin, um Schnellreisen innerhalb Costa del Sols zu nutzen. Okay. Kann ich jetzt auch... Ja, ich nach den Aufträgen wollte ich gerade fragen, aber da wird es auch direkt eingeblendet. Ich habe Yuffie, glaube ich, immer falsch ausgesprochen. Ich ziehe das U immer so lang, einfach aus Gewohnheit. Für mich ist sie halt Yuffie. So als würde man sie mit Y-U-H schreiben. Aber eigentlich nennen sie ja alle Yuffie. Als wäre das irgendwie, als wäre sie Wuffi oder so. Keine Ahnung. Fällt gerade kein besseres anderes Beispiel ein. So, okay, ich muss jetzt erstmal ein bisschen Vorbereitungsgedöns hier bei ihr umsetzen, damit wir sie startklar machen. Elementar-Ninjutsu hat sie schon gelernt, deswegen ist da das Häkchen dran, richtig? Wählt ein Element aus, das verstärkt und für Ninjutsu-Angriffe verwendet wird. Mit Elementar-Ninjutsu gegnerische Schwächen ausnutzen. Das hat bei Integrate schon Bock gemacht, damit zu arbeiten, finde ich. Aus heiterem Himmel ermöglicht Angriffe selbst im immobilisierten Zustand und während Schadensreaktionen kann in der Luft eingesetzt werden. Gegner niederstrecken. Das erhöht die magische Attacke, senkt ein paar andere Werte. Wir werden es trotzdem nehmen, weil es hier noch was zu lernen gibt. So, Megalodon-Armgreif. Ich glaube, das war nicht das Allerschwächste, oder? Das konnten wir auf jeden Fall mal kaufen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich jemand anderem dafür etwas abnehmen möchte. Vor dem Hintergrund, dass ich sie jetzt eigentlich erstmal ins Team reinnehmen wollte. Ich finde, sie ist halt von ihrem Kampfstil, auch wenn sie Ninjutsu schmeißen kann, am ehesten mit Tifa vergleichbar. Ich hätte gerne Tifa und Yuffie beide mit drin, aber ist das klug? Ich hätte da nämlich keinen Fernkämpfer mehr, auch wenn sie Ninjutsu schmeißen kann, ich weiß. Aber in meinem Kopf habe ich sie trotzdem irgendwie immer noch so ein bisschen als Nahkämpferin abgespeichert. Erhöht im Kampf die Wirkung von Heilmagie? Nö. Mondsichere Talisman. Verringert erlittenen Schaden, wenn der Charakter nicht aktiv gesteuert wird. Erlaubt die Benutzung der Materieanalyse. Führt die ATB-Leiste bei Kampfbeginn. Verringert den ATB-Verbrauch für Waffenfertigkeiten geringfügig. Warum hat das denn niemand angelegt? Was haben denn die anderen alle? Ich weiß es gar nicht mehr. Was habt ihr angelegt? Ach so, ja, so Status-Boost-Gedöns. Magie könnte ich bei ihr boosten. Warte mal, was habe ich hier noch? Stärke? Ich glaube, ich werde Barret rausnehmen. Mann, aber Barret steuere ich im Kampf eigentlich fast noch lieber als Tifa. Wir nehmen Tifa raus. Was trägt Tifa gerade? Das hier. Aber davon habe ich auch noch einen zweiten. Weiß ich nicht, ob das Klügste ist. Erhöht die maximalen MP, erhöht Magie um 10%. Warte mal, das sollte ich doch einmal Aerith am besten geben, oder? Das bekommt sie, bevor ich das nämlich vergesse. Ich weiß nicht, wann ich sie das nächste Mal einsetzen werde, aber wenn, dann hat sie hier auf jeden Fall einen ordentlichen Boost. So, und dann gehen wir immer zurück zu ihr. Ich glaube, sie wird... Boah, ich bin voll unschlüssig. Ich kann sie auch immunisieren gegen irgendwas. Wiederbelebung, erhöht die maximalen TP. Erhöht die maximalen TP und die Magie um 5%. Das ist auch gar nicht so schlecht. Also da denke ich jetzt primär wieder an Aerith.
So, sie wird jetzt hier den Stärkeboost bekommen. So, einmal kraftreif. Dann ist die große Frage, was sie hier hat. Sie hat Stehlen. Hatte ich Stehlen nicht irgendwo schon ausmaximiert? Ja, so, Stehlen nehmen wir ihr gleich irgendwie weg. TP-Boost haben die anderen teilweise auch schon drin. Das ist aber gar nicht so verkehrt. Da würde ich ihr nur gerne, wie kann ich das nochmal abnehmen mit Viereck? Da würde ich ihr nur gerne den bereits stärkeren einmal geben. Sie hat keinen TP-Boost drin, ne? Nee, oder lohnt es sich, mehrere TP-Boosts den Leuten mitzugeben? ATB-Schock. Aerith hat einen MP-Boost drin. Red hat einen TP-Boost. Und genau den übergebe ich jetzt einmal an Yuffie, die wir hier einmal finden. So. Wo ist er? Wo ist er? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wie weit er fortgeschritten ist. Wir haben schon zwei, die ein bisschen gelevelt sind. Beide. Also, mich wundert, dass der andere gerade nicht getragen wird. Aber wahrscheinlich habe ich den schon relativ früh bekommen und einfach dann irgendwann wieder abgelegt, den zweiten, weil ich den Platz für andere Sachen brauchte später. So, du bekommst einmal Ramu. So, Analyse hat sie auch, braucht sie nicht unbedingt, denn das ist Clouds Spezialgebiet. So, dann können wir bei ihr mal gucken, ob wir von den blauen Sachen etwas übertragen. Übertragen ist ein gutes Stichwort. Ich würde dann nämlich hier Widerstand und gestärkte Abwehr einmal an sie übermitteln, dass sie das weiterleveln kann. Widerstand und gestärkte Abwehr. Was war das für eine Farbe? Ich habe es mir leider nicht gemerkt hier. Gestärkte Abwehr ist auf 16. Ich dachte, das wäre, da hätten wir schon fortschrittlicher gelevelt. Das ist eigentlich voll wenig. Aber gut, dafür haben wir auch nur eine Stufe, um die das jetzt hier aufgelevelt werden muss. Eiselementare Attacke erhöht die Eiselementare Attacke um 10. Warte mal, das ist sowieso die Frage, was ich jetzt von ihr noch weiter übertragen will. Oh, Toxin. Toxin will ich auf gar keinen Fall missen. Ich liebe Toxin. Das muss jetzt auf jeden Fall irgendwie in die Hauptgruppe implementiert werden. Und da ist sie halt gerade am naheliegendsten. So, das war hier irgendwas aus der grünen Sparte, genau. Weil ich hatte überlegt, ihr jetzt Frost zu geben, wenn ich jetzt noch einen weiteren Slot frei hätte. Wobei, Moment, das können wir doch noch machen, weil stehlen wollte ich doch sowieso nicht haben. Warte mal, hat Tifa? Tifa müsste doch irgendwo, ja. Sie hat hier noch Frost. Dann übergeben wir das einfach an Yuffie. Und dann kann ich mich bei der Waffe eventuell gleich darauf einschießen, eiselementare Attacke weiter zu boosten. Gewährt bei erfolgreicher, präziser Abwehr. Das kriege ich halt schlecht getimt. Das passiert ja nicht automatisch mit der präzisen Abwehr, oder? Das musst du doch zum perfekten Zeitpunkt irgendwie blocken. Oder hängt das mit der Materia zusammen, die angelegt sein muss? Die hat sie aber gerade nicht. Sie hat nur gestärkte Abwehr. Nee, ich nehme mal hier den Boost mit rein, weil ich mich hier nicht sicher bin, wie das funktioniert. Und ich habe jetzt sowieso hier alles so ein bisschen auf Frost ausgelegt. Da muss ich jetzt nur noch ein paar Lücken füllen. Am besten sinnvoll und mal gucken, was gerade kein Abnehmer hat. Luft ist untergebracht, Gewitter ist untergebracht, gestärkte Attacke haben wir nirgends, deswegen sollte er das einmal bekommen. So, aber da wird es sicherlich noch andere Sachen geben. Präzise Abwehr ist in guten Händen, Provozieren ist ausmaximiert. Glücksboost muss auf jeden Fall gelevelt werden. Ich liebe den Glücksboost. Ich verstehe nicht, warum der hier gerade so untergegangen ist. Wahrscheinlich auch wieder aus Platzmangel. So, MP-Boost, da ist sie gerade dran. TP-Boost könnte man als. Ach, sie hat ihren aber noch drin, ne? Oder? Habe ich da nicht gerade Tifas Kopf gesehen hier bei TP-Boost? Ach nee, das ist Yuffie. Ich habe die verwechselt. Ich habe meine Brille auch gerade nicht auf. Die habe ich generell nie beim Aufnehmen auf, aber ich muss gerade wehmütig an sie denken, weil ich sie bei meinem letzten Wochenendtrip tatsächlich verloren habe. Fragt mich nicht, wie man eine Brille verlieren kann, aber ich habe es tatsächlich geschafft. Ich muss sie irgendwo verlegt haben, wahrscheinlich an irgendeiner Konzertlocation und die dann nicht mehr mitgenommen haben. I don't know.
So, Stehlen ist schon einmal ausmaximiert. Analyse liegt bei Cloud. Das ist soweit okay. Dann haben wir eigentlich gar nicht mehr so viel. Dann könnte ich maximal gucken, dass ich diese ganzen Boosts, von denen man eigentlich ja nie genug haben kann, noch ein bisschen weiter booste. Den TP-Boost, den hat sie halt schon drin. Wovon bräuchte ich jetzt eventuell noch mehr? Vielleicht von irgendeinem Element. Aber da finde ich diese Kombi-Elemente eigentlich cooler. Boah, ich weiß nicht. Ich gebe jetzt einfach mal Frost. Einfach damit der Slot nicht leer bleibt. Aber wir sind jetzt hier, glaube ich, ganz gut versorgt aktuell. Und so kann man das, denke ich, auch stehen lassen. Ich muss jetzt nochmal gucken, dass ich jemanden finde, der meine WP noch umwandelt. Das wird bestimmt bei Yuffie gehen. Ach, hier habe ich auch gleich einen Auftrag. Warte mal, wo denn? Wo ist denn gerade dieses Ausrufezeichen? Ach, da oben bei Johnny. Gehe ich jetzt direkt zu ihm oder gehe ich erstmal ans schwarze Brett? Ich glaube, schwarzes Brett wäre jetzt einfach nur ein Umweg. Oder wir steuern mal direkt auf ihn zu. Ist, glaube ich, besser so. Mir fällt gerade ein, dass ich meine Formation noch gar nicht angepasst habe. Wo ging das nochmal? Gegnerdatenbank. Anleitung, Fotomodus. Hä? Kampfeinstellung hier, ne? Oder? Gruppe wechseln? Nee. Ich will eigentlich meine bestehende Gruppe, wie sie jetzt ist. Ach, hier Gruppenmitglied wechseln. Da habe ich es gesehen und dann einmal rüber zu ihr. Und Yuffie hat Gott sei Dank auch Stufe 26. Das passt ganz gut, dass sich das scheinbar angleicht. Oder ich habe rein zufällig meine Leute genau so gelevelt. Hä, warum ist Yuffie jetzt nicht Teil meines Teams? Das habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht. So, bestätigen. Achso, ich hätte einmal noch X drücken müssen. Das war mein Fehler. Dann habe ich es jetzt auch verstanden. Das ist ja eine interessante Gruppe. Vor allen Dingen mit Yuffie und Barrett im Zusammenspiel. Könnte lustig werden, wenn die sich miteinander hier öfter mal austauschen. Nanu, hast du etwas vergessen? Nee, sag nichts. Es hat dich direkt hierher zurückgezogen, oder? Passt aber ausgezeichnet, Bruder. Ich wollte dich nämlich sowieso um was bitten. Wie du ja weißt, hat man mir meine Schulden erlassen. Und meine finanzielle Freiheit wollte ich nutzen, um den Laden hier mal richtig schön rauszuputzen. Aber... Hast du nicht genug Leute? Mensch, Bruder, wenn's doch nur so einfach wäre. Ist aber leider komplizierter. Oh, Johnny! Warum bist du ich? Oh, Johnny! Wenn ich du bin, wer bin dann ich? Das klassische Dilemma also. Na, ihr wisst schon. Hä? Die Betten sind alle frisch bezogen. Hä? Yo, Bruder! Alter, ich hab dir doch gesagt, du sollst hier nicht aufkreuzen. Das macht's nur kompliziert. Mach lieber mal die Besorgungen, wie ich's dir gesagt hab. Husch, husch! Na. Voll unfair. Ich hätte auch gern mit unserem Bruder geredet. Versteht ihr mich jetzt? Ich verstehe ehrlich gesagt nur Bahnhof. Seit wann beherrschst du Ninja-Tricks? Tricks, ich kann nicht mehr reden, ey. Du hast einen Zwillingsbruder, der sah dir aber extrem ähnlich. Das ist doch eigentlich schlägt alles so ungefähr in die gleiche Kerbe. Ich nehme mal das linke. Ein bisschen zu sehr für meinen Geschmack. Hallo, ich bin hier wegen der Stellenausschreibung. Hä? Dich habe ich doch irgendwo schon mal gesehen. Was, mich? Jetzt dreht doch keinen Unsinn. Bleib weg von mir. Rühr mich nicht an. Okay, das letzte war ein bisschen übertrieben. Könnte es möglicherweise, ganz eventuell natürlich nur... meine Schuld sein? Wegen meiner Ninja-Tricks? Sieht so aus, als wären einige von denen einfach da geblieben. Und ich glaube, sie werden sogar mehr. Ich bin einfach zu gut. Meine Tricks sind Kunst für die Ewigkeit. Und sehr nachhaltig. Oh, aber dafür hast du jetzt wenigstens genug Hilfe, oder? Naja, nicht unbedingt. Die sind zwar alle Materialien suchen gegangen, aber keiner kommt zurück. Sieht so aus, als könnte ich mich nicht mal auf mich selbst verlassen.
Bruder! Ohne dich bin ich aufgeschmissen, Mann! Ich meine, denk an meine wilde Seite! Diese Jungs könnten allen möglichen Unfug anstellen, wenn wir sie nicht einsammeln. Also, ich finde, wir sollten ihm helfen. Also gut. Danke, Bruder! Ich wusste, auf dich ist Verlass! Ich habe sie zu den Costa-Fällen geschickt, um Materialien zu besorgen. Beginnt eure Suche da! Ah, jetzt schicken uns die ganzen Questgeber alle nach und nach ins Umland, aber das finde ich gut. Ich habe nämlich wieder ein bisschen Bock auf Welterkundung und so. Wir waren jetzt lange genug in Costa del Sol. Meine Doppelgänger sollten an den Costa-Fällen sein. Ich wünschte, auf mich wäre mehr Verlass. Meine Doppelgänger sollten an den Costa-Fällen sein. Sehr gruselige Vorstellung auf jeden Fall, dass sie Duplikate von Menschen erstellen kann, ohne dass sie das rückgängig gemacht kriegt. Also, ich weiß nicht, wie ich das finden würde. Das ist mir alles zu abstrakt, um mir vorzustellen, wie das in echt wäre und wie sich das anfühlen würde. Also ich würde mich selber ganz gerne klonen, muss ich sagen, weil dann könnte ich ein Ich von mir zur Arbeit schicken und das andere könnte sich den ganzen Tag um YouTube kümmern. Das wäre ganz cool. Und aber ich brauche jetzt keine 10 Klone von mir. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Johnny insgesamt hat, aber es sind auf jeden Fall ein paar zu viel, wie es aussieht. Aloha. So, ich muss jetzt noch mal kurz hier gucken. Einmal kurz Nase kratzen. So, ich kann jetzt hier... Oha, 5000. So viel Geld habe ich leider nicht. Aber man kann sich die auch alle erspielen, oder? Oder gibt es manche, die du nur kaufen kannst? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe bestimmt in der vorletzten Folge oder in der vorvorletzten oder so eine Freundschaftskarte gesehen bei einem Spiel, wo man eine gute Punktzahl erzielen musste, die ich nicht geschafft habe. Aber ich werde jetzt nicht auf Teufel komm raus hier mein Zeug verkaufen, um diese 5000 hier zu investieren. Ich finde es nur schade, dass man für Yuffie keine neue Strandbekleidung kaufen konnte. Warte mal, ich war einmal ins schwarze Brett, aber ich wollte hier auch einmal die Umkleide besuchen, um zu gucken, ob sie hier auch mit aufgelistet ist. Da müsste das gegebenenfalls anpassen. Und bei Barrett müsste man theoretisch auch noch gucken. Oder hat er nur seinen Matrosenanzug? Ja. Aber du kannst bestimmt über die Minispiele hier auch für Barrett noch ein weiteres Outfit freischalten. Blumenmädchen, Barkeeperin. Was denn hier los? Uniform der Infanterie Midgars. Eine Uniform, mit der Angehörige der Sicherheitsbehörde für den Kampf ausgerüstet werden. So kann sie durch Costa del Sol laufen? Ich bin verwirrt. Wer will sie denn derart quälen? Nee. Wir nehmen mal hier das schönste Outfit aus ganz Costa del Sol, nämlich das hier. Ich habe zwar noch nicht gesehen, was Yuffie so in petto hat, aber das gucken wir uns auch gleich nochmal an. Ja, das ist cute. So. Ich hoffe nur, dass du deine Leute nicht jedes Mal neu umziehen musst, wenn du hier bist, weil ich will schon, dass wenn wir die Stadt betreten, dass die ihre Sommerbekleidung anhaben. So, ich habe jetzt die bekannten Charaktere, also die bekannten Outfits jetzt einmal nochmal angelegt und dann gucken wir jetzt nochmal bei Yuffie, was hier so geht. Es ist tatsächlich nur das Sommergold-Outfit hier zur Auswahl oder steht zur Auswahl. Ich werde mich aber nicht in die Minispiele reinknien. Gar kein Bock. Ich würde allerhöchstens gerne mal kurz beim Pianospiel gucken, was man da für Belohnungen bekommt. Wenn das überhaupt mehrfach absolvierbar ist. Keine Ahnung. Aber wir haben es ja nur einmal gespielt und sind dann direkt wieder abgedampft. Eventuell könnte man da noch eine weitere Freundschaftskarte holen. Und ganz eventuell werde ich auch irgendwann die Muße aufbringen, das vielleicht mal offscreen zu erproben. Aber ich sehe mich da in nächster Zeit nicht. Also wenn man dafür den A-Rang benötigt, eventuell. Aber wenn die den S-Rang haben werden, da sehe ich schwarz. Hi. Der Klang des Klaviers sorgt für Erholung und Entspannung. Das ist so. Genau das wollte ich mir nämlich angucken. Da siehst du aber gerade nichts über oder von Freundschaftskarten. Schade, dass das alles nicht ersichtlich ist, aber... Vielleicht ist das auch gar nicht versteckt, sondern ich brauche einfach die Notenblätter für die jeweiligen Tracks. Sehe ich das, wenn ich mich hier ransetze? Möchtest du Klavier spielen? Ja. Keine Sorge, ich werde jetzt keine Runde starten. Das tue ich uns nicht nochmal an. Beziehungsweise tue ich das mir nicht nochmal an.
Aber ich glaube, das ist so ein Spiel, wo ich mich offscreen gut reinfuchsen werde. Ich habe das Gefühl, dass es für mich nicht unschaffbar ist. So, Vorführung beenden. Ja, bitte einmal abbrechen. Ich bin nur überrascht, dass man hier... Wobei wir haben, als wir das bestanden haben, haben wir eine Freundschaftskarte bekommen, ne? Ich glaube, wir sind hier nicht mit leeren Händen rausgegangen, was diese Karten anbelangt. Ich will noch mal kurz mit ihm sprechen. Ach, das geht gar nicht. Ich dachte, er erzählt uns noch was dazu. Na gut, nee, dann belassen wir es erstmal dabei. Wo war noch mal das Anschlagsbrett? Das schwarze Brett, Zauberfibel. Warte mal, war die Zauberfibel nicht der Ort, wo ich die WP einsetzen konnte? Das war ja auch noch offen. Können wir dann auch gleich mit abfrühstücken, primär wegen Yuffie. Aber vielleicht geht auch bei den anderen inzwischen wieder was. Wir haben ja zwischenzeitlich mal einen Boss besiegt. Hey, ich habe doch gerade Dreieck gedrückt. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum der hier gerade gar nicht reagiert. So, es sind nur 10 Pünktchen. Ich dachte, es wären tatsächlich ein bisschen mehr. Aber zumindest ein Upgrade sollten wir damit irgendwie hinkriegen. Präziser ATB. Fühlt die ATB-Leiste nach erfolgreicher, präziser Abwehr stärker auf. Ey, das kannst du wahrscheinlich alles so exploiten. Du musst diese ganzen Mechaniken vermutlich verinnerlichen, um das hier auf schwer alles durchzuboxen. Erhöht den Schaden normaler Angriffe um 3%. Da brauche ich ja fast gar nicht weiter suchen. Das nehmen wir direkt. So, haben wir hier ansonsten noch irgendwelche Fünfer? Hier will er schon 10 haben. Füllt die ATB-Leiste bei Kampfbeginn geringfügig auf. Erhöht den Schaden durch Synchro-Aktionen und Synchro-Fertigkeiten um 5%. Wir arbeiten uns mal von unten nach oben durch. Ich weiß halt, wie gesagt, immer noch nicht, ob man bis zum Spielende bei allen alles freigeschaltet kriegt. Gefühlt geht das gerade sehr langsam voran. Ich habe das Gefühl, dass es nicht funktionieren wird, aber wissen tue ich es natürlich nicht. So, wo war jetzt dieses Anschlagsbrett? Hatte das hier nicht auch irgendein... Ach, da! Schwarzes Brett. Anschlagsbrett? Man kann es auch Anschlagsbrett nennen, oder? Weil du ja dort... Ja, wobei, wenn man sagt, man schlägt da Dinge an, dann klingt das auch irgendwie nicht so richtig. Aber ich meine, das war die gängige Bezeichnung in so manchem West-RPG. Oh, ich bin voll dran vorbeigelatscht. Moment, hier ist es doch. Hello. Ist ja jetzt nur ein Auftrag? Nee, zwei. Der Griff nach 7 Sternen, das haben wir schon angenommen, du oder ich. Das beliebte Strandhotel befindet sich gerade mitten im Umbau. Also fast, es gibt da nämlich noch ein kleines Problemchen und zwar in Form von mir oder sollte ich sagen uns. Ja, ich brauche jedenfalls unbedingt Hilfe, am besten von dir, Bruder. Dieses Bruder, ne? Das stresst mich auch schon wieder so ein bisschen. Aber es ist halt Johnny. Stufe 31, da bin ich noch gar nicht. Modeschöpferinnen, Rendezvous in Costa. Als Inspiration für unsere neueste Bademodenkollektion suchen wir nach einem Pärchen, das für uns auf ein Date geht. Interessierte Turteltäubchen melden sich bitte am Strand bei uns. Okay. Ich bin nicht auf Auftrag aufnehmen gegangen. Moment. Oder Auftrag annehmen. Machen wir einfach mal. Habe ich jetzt irgendeine Cutscene dadurch übersprungen? Nee, ne? Der Auftraggeber, wenn ich ihn direkt angesprochen hätte, der hätte uns vermutlich einfach dann einfach den Auftrag gegeben, ohne dass wir an das schwarze Brett nochmal rantreten müssen. Ich gucke nur gerade, ob es hier noch weitere Kuller gibt, die irgendwie auffällig sind. Was war das nochmal? Was ist das denn nochmal für ein komisches Symbol? Habe ich da auch einen Auftrag? Und hier in den Bereich müsste ich nochmal versuchen vorzupreschen. Ich markiere mal einmal den hier. Wobei, kann ich mich hier nicht hinporten? Nee, geht nicht. Kann man sich hier überhaupt irgendwie porten? Wir haben doch irgendwie so eine neue Dienstleistung freigeschaltet. Hier. So eine Dienstleistung freigeschaltet, habe ich gerade gesagt. Ich habe wirklich voll den Sprachfehler nach meiner längeren Pause. Ich bin wahrscheinlich einfach nicht mehr so dran gewöhnt, mich zivilisiert auszudrücken. Na gut, dann muss ich jetzt hier wahrscheinlich einmal nach oben. Ich könnte mir auch angewöhnen, mehr mit den Wheelies hin und her zu düsen. Aber euch könnte das eigentlich egal sein, weil ich ja sowieso längere Laufwege rausschneide. Hä, wo ist denn... Wo ist denn dieser Dienstleister? Ach, da! Hä? Da ist der Johnny. Warte mal, wie bin ich denn jetzt hier gerade gelaufen? Komme ich jetzt hier irgendwie wieder raus?
Ja, man lässt mich vorbei. Hi, Chatlady. Ich habe ich so gar nicht vermisst. Da ist er doch. Hey, Bruder. Stell dir vor, wir bieten jetzt auch Stadtführungen an. Ich zeig dir die Gegend, wie du sie noch nie erlebt hast. Wo würdest du gern hin? Dauert das jetzt jedes Mal so lang, wenn man die anspricht? Ich will einmal zum Strandhotel, weil ich darüber am schnellsten bei Nico, nicht Nico, sondern Rico bin. Ja, ich weiß, alles gut. Ich weiß jetzt, dass es funktioniert, das ist schön. Ich bin aber eigentlich nur hier, um Rico zu besuchen. Bin ich nicht vorhin an dem... Warum bin ich denn... Ich habe mit Johnny vorhin geredet und dann bin ich doch hier entlang gelaufen. Da stand er doch noch nicht, oder? Oder habe ich gerade einen Erinnerungsfehler? Aloha! Schön, dich auch im malerischen Urlaubsparadies zu sehen. Das schreit doch nach einem Erinnerungsfoto. Du hast also auch ein Auge auf dieses Hotel geworfen? Du bist eben ein Kenner. Große Hotels machen zwar architektonisch mehr her, aber ich bevorzuge beschauliche Orte wie diesen. Vielleicht findest du ja noch ähnlich verborgene und doch eindrucksvolle Plätze. Also Kenner sind wir definitiv nicht. Rico hat eine Fotolocation, was, das konnte ich gerade nicht lesen. Aber wir haben was Neues auf der Weltkarte freigeschaltet. Das ist schon mal nicht verkehrt. Möchtest du Rico Bericht erstatten? Gezeigt, nicht entdeckt. Nirgendwo sonst strahlt die Sonne so hell. In Costa del Sol gibt es nichts als Sommer, Sonne, Sonnenschein. Dazu noch das wunderschön angerichtete Essen und die bunten Tanzgruppen. Man möchte einfach alles fotografisch festhalten. Also, wenn du noch ein schönes Fotomotiv findest, sag mir Bescheid, ja? Und die 10 Millionen Trillionen Minispieler hast du noch vergessen in deiner Aufzählung. So. Wiederholt er sich jetzt nochmal, wenn wir das nochmal bejahen? Das mit dem Kenner, das kennen wir schon. Wir sind definitiv keine Kenner, wir hatten einfach keine Wahl. Wir waren jung, verzweifelt und hatten einen Kumpel, der in unserer Verzweiflung irgendwie helfen konnte, aber das war es dann auch schon. So Leute, dann geht's jetzt ab in Richtung Strand. Und da bin ich sehr gespannt, was es mit diesem Rendezvous auf sich hat. Ob wir uns da jemanden aussuchen dürfen oder ob jetzt vielleicht der große Moment kommt, der ja im Original eigentlich im Gold Saucer war. Aber ja, vielleicht haben sie das auch verschoben und jetzt kommt die Rendezvous-Szene. Und vielleicht kommt die aber auch nochmal gesondert. Vielleicht gibt es ja auch mehrere, ich habe keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob das jetzt geskriptet sein wird oder ob wir uns unseren Rendezvous-Partner gleich aussuchen dürfen. Aber das werden wir in Kürze herausfinden. So, habe ich hier sonst noch irgendwelche Point of Interests? Ach, ich bin noch nicht an meinem Auftraggeber vorbei. Ich will nur einmal kurz hier hinten gucken, ob wir da jetzt eventuell durchkommen. Was? Bitte beachten Sie, dass dieser Abschnitt hier ein Privatstrand ist und ausschließlich den Gästen des Costa Royal vorbehalten ist. Es tut mir leid, aber der Zutritt ist nur Gästen unseres Hotels gestattet. Bitte beachten Sie, dass dieser Abschnitt hier ein Privatstrand ist. Also, wenn ich als zahlender Kunde jetzt ins Hotel gehen würde, dürfte ich dann hier durchlaufen? Ich weiß gar nicht mehr, was das gekostet hat. Aber es stand uns auf jeden Fall, glaube ich, zur Auswahl, auch im Costa Royal zu nächtigen. Oder wir werden im Zusammenhang mit diesem Rendezvous vielleicht Zugang bekommen. Achso, warte mal, ich habe da voll das Orientierungsproblem. Hier zur Bühne wollte ich eigentlich hin. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Du bist doch der Typ, der gegen diesen Shinra-Kittel gekämpft hat. Kein Zweifel, das ist er. Ich bin Fran. Und ich Naomi. Ich heiße Yoda. Das kommt jetzt vielleicht etwas plötzlich, aber wärst du bereit für einen Auftrag? Kommt drauf an. Keine Angst, ist ganz einfach. Du musst nur mit deiner Freundin auf ein Date gehen. Mit mir? Wisst ihr, wir designen in unserem Laden in Costa del Sol exklusive Bademode. Und unsere neueste Kollektion soll sich um Bademode drehen, die man zu einem romantischen Date tragen möchte. Allerdings haben wir überhaupt keine Ideen für ein ansprechendes Design. Nix, nada, niente. Und die Modenschau ist auch schon bald. Wir sind also ziemlich aufgeschmissen. Und hier kommt ihr ins Spiel. Wir wollen Pärchen bei ihrem Date beobachten und uns inspirieren lassen. Was ist? Habt ihr Lust bekommen? Warum steht da jetzt Aerith und nicht Tifa?
Habe ich jetzt doch mit ihr den höheren Freundschaftswert? Das war eigentlich so nicht geplant. Also ich meine, es gibt auch Schlimmeres. Trotzdem hätte ich mir da eine andere Dame gewünscht. Wieso habt ihr euch mit Hojo abgegeben? Gut, dass er diese Frage stellt. Weil das ist echt der Grund, der mich ein bisschen triggert bei den Mädels hier. Weil die absolut ihren Wert scheinbar nicht kennen. Meinst du diesen Shinra-Wissenschaftler? Wir waren nur auf Bitten des Bürgermeisters bei ihm. Das ist alles. Okay, ein bisschen haben wir vielleicht auch gehofft, er könnte uns zu einem Laden in Midgar verhelfen. Daraus wurde aber nichts. Ach, das war nur ein Auftrag. Okay, das haben die aber sehr authentisch gespielt, finde ich. Ich weiß trotzdem, ich würde mich für so einen Auftrag, glaube ich, nicht hergeben. Aber wer weiß, wie gut die dafür bezahlt werden. I don't know. Warum ausgerechnet wir? Deine Freundin scheint bei euch die Hosen anzuhaben, stimmt's? Mit unserer neuen Kollektion wollen wir selbstsichere und zielbewusste Frauen ansprechen. Du kannst ihn aus der Reserve locken. Das habe ich sofort erkannt. Habe ich recht? Also, ich weiß ja nicht. Boah, ich habe gerade voll das schlechte Gewissen Tifa gegenüber. Oder Tifa ist einfach schon ausmaximiert und hier werden automatisch die Charaktere eingebaut, bei denen man noch nicht das Maximum erreicht hat. Ich weiß es nicht. Ich finde das sehr befremdlich. Wir machen das. Cool, ihr seid uns eine große Hilfe. Überlasst alles uns. Wir planen für euch den perfekten Tag. Ich warte bei der wilden Hatz. Und ich werde euch bei der Piratenparty erwarten. Aber lasst euch nicht hetzen und genießt eure Zweisamkeit auf dem Weg zu uns. Eieieiei, jetzt gehe ich mit Aerith auf ein Date. Dateplanung, was? Das ging mir gerade zu schnell weg. Habe ich gerade zu spät gesehen. Warte, nein, wieder die falsche Taste. Hä? Das hier. Dateplanung von Fran und Naomi. Begib dich zur Piratenparty und zur wilden Hatz, wo Fran und Naomi Dates geplant haben. Muss ich da wieder Minispiele absolvieren? Ich bin da voll raus. Die wilde Hatz, die lief richtig gut, das weiß ich damals noch. Aber ich wette, du musst gewinnen, um da mehr Datepunkte rauszuholen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, ich irre mich. Bitte. Bitte lass mich irren. Ich werde mir auch etwas einfallen lassen, das ihr nicht mehr vergessen werdet. Aber zuerst solltet ihr bei Naomi und Fran vorbeischauen. Fran wartet bei der Piratenparty und Naomi bei der wilden Hatz auf euch. Ich werde mir auch etwas einfallen lassen. Ich will aber keine Minispiele. Lasst euch doch was anderes einfallen. Wie uninspiriert ist das denn, dass du sagst, wir gehen jetzt an irgendeinen Schießstand und ballern ein bisschen. Hihi, lustig. Ein persönlicher Job für dich, oder? Hab doch einen Profi an meiner Seite. Oh, na, dann muss ich mich wohl richtig ins Zeug legen. Ein normales Date reicht. Und was bedeutet normal für dich, Cloud? Ein Spaziergang zum Beispiel. Auf den Dächern vielleicht? Warum nicht? Hey, ja, hat Spaß gemacht damals. Ich fühle mich gerade wie so ein Fremdgänger. Ich weiß, ich gehe nicht fremd, weil Cloud ein freier Mann ist und tun und lassen kann, was er möchte. Aber warum hat man mir die Entscheidung nicht überlassen? Warum, Aerith? Ich komme darauf nicht klar. Das ist so ein verstörendes Szenario gerade. Dass ich mit meiner Nicht-Herzensdame jetzt ein Date habe und Aerith jetzt wahrscheinlich auch noch voll die falschen Hoffnungen mache und alles und überhaupt. Oh Mann. Da seid ihr ja. Dann lasst uns die Jagd nach Liebe mal beginnen. Du musst nur die Zielscheiben treffen und damit auch ihr Herz. Oh Gott, ich hatte so gehofft, dass das ausbleibt. Ein Geisterschiff ist aufgetaucht. Hilf deinen Kameraden im Kampf mit deiner Zielsicherheit. Zerstöre die Zielscheiben in Form von Ungeheuern, um Punkte zu erhalten. Je besser du zielst, umso mehr Punkte werden dir gut geschrieben. Lass dir diese Gelegenheit nicht entgehen, um mit deinen Fertigkeiten im Schießen zu glänzen. Ich und glänzen? Mhm. Na, wir werden sehen. Ich hoffe, der hat die Voreinstellungen alle noch drin. Vor allen Dingen ausprobieren. Wir haben das schon mal ausprobiert. Ist das jetzt aber ein anderes Schiff als beim letzten Mal? Ja, ne? Wie schießt man mit R2? Auf geht's. Okay. Boah, ich bräuchte eigentlich eine Übungsrunde. Aber es ist mir eigentlich so egal, ob ich jetzt die maximalen Punkte im Date mit Aerith erlange oder... Oder nicht.
Und immer, wenn es für mich um nichts geht und ich nicht unbedingt gewinnen will, dann klappt das meistens ganz gut. Das ist so die Erfahrung, die ich in vielen Spielen schon gesammelt habe. Ey, vor allen Dingen so ganz ohne Warm-up. Schon ein bisschen komisch. So, den 200er einfach nochmal mitgenommen. Präzision 57% stand da gerade. Das ist schon schlecht, ne? Weiß ich nicht. Ich hab gar nicht das Gefühl, dass jeder zweite Schuss daneben ging. Na, wobei... Keine Ahnung. So, warte. Kann man hier nicht auch Minuspunkte irgendwie generieren? Wird mir eigentlich was abgezogen, wenn ich daneben schieße? Also ist das doll schlimm? Ich weiß nicht. Die Hintergründe der Punktzahlen, die sind immer so unterschiedlich. Oh, den goldenen da am Ende. Den hätte ich gerne noch gehabt, aber... Was willst du machen? Präzision 63%. Ich habe mich gesteigert. Oh, was ist das denn? Okay, da war ich jetzt ein bisschen überfragt. Warte, Gold. Hier. Ich brauche mehr Gold. Da. Oh, shit, ey. Voll daneben geschossen, obwohl das voll einfach war. Dafür habe ich jetzt 200-300 da. Ey, die werden alle irgendwann Gold oder immer nur vereinzelt. Bin mir nicht sicher. Da, den 300er habe ich auch noch mitgenommen. Boah, wie soll das denn treffen? Das ging mir gerade zu schnell. Na gut, wenn du von der Existenz dieser Viecher weißt. Dann kannst du wahrscheinlich auch mit einem anderen Fokus darauf gehen. Das ging mir gerade ein bisschen zu schnell. Also jetzt kommt die Sachen, die du 10.000 Mal abballern musst, um hier Punkte rauszukriegen. Also beziehungsweise mit 10.000 Mal meine ich eigentlich 4-mal. Man hat unendlich Munition. Gott sei Dank muss man hier nicht nachladen oder so ein Schmuh. Gar keinen Bock drauf. So, ich nehme mir immer die kleinen. Ich habe doch beim letzten Piratendingens irgendwie mal gelernt, dass ich da in kürzester Zeit mehr Punkte raushole. Als wenn ich die ganze Zeit auf die großen Ziele gehe. So, was ist das jetzt für ein Rang? War das gut oder war das schlecht? Ich habe hier keinen Rang. Ohne Rang weiß ich nicht, ob das gut oder schlecht war. Daneben. Hä? Was wäre denn mein Ziel jetzt gewesen? Für das Date. Hat sie das irgendwie umrissen, wie viele Punkte ich hätte schaffen müssen? Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall die Quest damit nicht vorangebracht. Ich kann mir nicht helfen, aber irgendwie wirkst du auch als begossener Pudel noch ganz putzig. So heftig muss man erstmal daneben schießen. Wer hätte das gedacht? Durch die rosarote Brille wirkt selbst ein Loser wie ein Hauptgewinn. Bin halt etwas aus der Übung. Er hat das alles für sie getan. Und sie hat ihn nicht eine Sekunde aus den Augen gelassen. Der Punktestand war letztendlich Nebensache. Dank euch habe ich genau die Inspiration erhalten, die mir noch gefehlt hat. Ich bin dann mal im Laden und arbeite an der Kollektion. Euer Date ist hier aber noch nicht zu Ende. Naomi erwartet euch bei der Wilden Hans. Hä, habe ich das jetzt verkackt? Oder ist das der einzige Outcome, der hier raus resultieren kann? Kann mich bitte jemand aufklären? Ey, wenn man das jetzt verkackt hat, nur weil man sich einmal für ein Nein entschieden hat, dann würde ich das hart unfair finden. Aber egal, ich habe ja vorher nicht gespeichert. Und so schlimm wäre es jetzt auch nicht, aber ich würde es halt gerne verstehen. Gut, ihr Lieben, dann werden wir beim nächsten Mal uns mit der wilden Hatz begnügen und hoffentlich war es das dann auch erstmal mit dem ganzen... Du weißt, dass das hier ein Job ist. Der Alleskönner kann alles außer sich amüsieren, was? Ich bin jedenfalls in der richtigen Stimmung für dieses Date. Und ich im Kampf- oder Fluchtmodus. Warum das denn? Hab's nicht so mit Dates. Ah, hast du nicht gesagt? Sorry, dass ich da jetzt so reingequatscht habe, aber hier ist doch gerade nichts passiert. Wir haben das Spiel beendet und die erzählen uns hier schon wieder einen halben Roman. Ja, dumm gelaufen. Auf die Wilde hat's nächstes Mal, habe ich gar keinen Bock, aber wir gucken mal, wie es läuft. Vielleicht findet sie uns auch wieder sexy und hot und keine Ahnung was, wenn wir da übelst schlecht abliefern, aber das werden wir gemeinsam herausfinden. Für heute werde ich erstmal Feierabend machen, ihr Lieben. Bedanke mich fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao.